So, moin, liebe Leute. Wir haben uns überlegt, da wir ja in Rumänien bleiben und nicht mehr nach Deutschland zurückgehen, werden wir unser Wohnmobil versteigern, beziehungsweise verlosen, Entschuldigung. Wir sind mit dem Wohnmobil von Deutschland aus hier runtergefahren und dann wurde das Wohnmobil nicht mehr bewegt. Das heißt, wenn ihr mal überlegt, im Lotto habt ihr eine Chance 1 zu 140 Millionen. Hier werden wir das so machen, dass jeder ein Los kaufen kann für 50 Euro. Und bei 400 Leute ist Schluss. Da wird der Sack zugemacht. Und dann wird die Verlosung stattfinden. Wir werden einen deutschen Rechtsanwalt einschalten. Und über den wird das dann laufen, so dass alles seine Richtigkeit hat. Damit auch jeder sehen kann, dass er nicht betrogen wird oder hintergangen wird oder wie auch immer. Für uns macht es keinen Sinn mehr, das Wohnmobil noch weiterhin zu behalten, weil es steht hier nur rum, es wird überhaupt nicht genutzt. Die Wohnmobile, das Glipsi-Wohnmobil, VW T4, Diesel, die werden so zwischen 16 und 20, manchmal auch 22, 23.000 Euro gehandelt. Kommt immer drauf an, sind Liebhaberfahrzeuge, verlieren auch nicht an Wert. Den Wert behältste. Wir haben in Deutschland noch ein nagelneues Getriebe einbauen lassen für 2.500 Euro. Und wir haben uns gedacht, wenn wir 400 Leute zusammenkriegen, wo jeder ein Los kaufen kann für 50 Euro, dann hat wenigstens auch mal einer die Chance, für 50 Euro ein Wohnmobil zu gewinnen, was er sich sonst wahrscheinlich vielleicht gar nicht leisten könnte. Ihr könnt bei eBay Kleinanzeigen reingehen und könnt mal gucken. Da wird momentan eins angeboten. Baujahr 91, unser ist ein Baujahr 95. Ist genauso, hat auch 57 kW, ist auch ein Diesel-Schaltgetriebe. Die Schlafplätze sind auch 4 Stück. Gewicht 2700 Kilo. Das heißt, wenn ein Führerschein-Neuling darf ja bis 3 Tonnen fahren. Selbst ein Führerschein-Neuling könnte dann hingehen und mit dem Wohnmobil reisen. Ich erkläre euch das mal. Im Moment, der hier angeboten wird, hat 243.000 Kilometer runter. Unser hat 150.000 Kilometer runter. Der hier will haben 18.500 Euro. So, die Innenausstattung ist in Alkofen, ne? Die Innenausstattung ist genau wie hier auch. Hat alles so standardmäßig dasselbe. Wir haben auch ein großes LKW-Navi drin. Wir haben Rückfahrkamera, 2 Stück sogar. Eine unten, eine oben. Und ja, Windschutz und so weiter hat er natürlich auch, ist klar. Oben hat er Solaranlage drauf. Dann Kühlschrank, Herd, alles 4 Schlafplätze. Der hat eine Länge von 5,47 Meter und eine Breite von 2,22 Meter und eine Höhe von 2,78 Meter. Hat ein Etagenbett, Markise hat er natürlich auch, Rundsitzgruppe und gleichzeitig Schlafplatz. Wir haben uns gedacht, wir brauchen das Wohnmobil nicht. Wir haben uns gedacht, wir können ihn auch verkaufen, wenn wir nicht genug Leute zusammenkriegen, die Interesse daran hätten, den übers Los zu gewinnen, dann würden wir den auch verkaufen. Wir haben nagelneue Winterreifen drauf, die sind nur einmal 1600 Kilometer gefahren und haben natürlich dann noch 225er Reifen hier drauf. Die liegen hier bei uns, die gibt es mit dazu. Das Wohnmobil ist tipptopp in Ordnung, da ist nichts dran. Klar, ist ein altes Schätzchen, hat auch schon ein paar Abriebspuren, aber nicht großartig irgendwie, dass es unattraktiv oder dergleichen aussieht, sondern es hält sich alles im Rahmen, alles im vernünftigen Rahmen. Und darum würden wir das gerne machen. Wir machen das aber so, wir gehen hin und werden erst, wenn wir die 400 Leute zusammen haben, jeder Einzelne bekommt einen Vertrag über seine 50 Euro. Und einen verbindlichen Vertrag von uns. Das heißt, erst wenn wir die 400 Leute zusammen haben, dann kriegen alle 400 Leute Bescheid, dass sie loskaufen können.
Und erst dann findet die Verlosung über einen Rechtsanwalt statt. Und da wird sofort der Gewinner gezogen. Ja, und wenn ihr Glück habt, liebe Leute, habt ihr für 50 Euro ein Wohnmobil. Also ich glaube nicht, dass nochmal im Leben diese Chance gibt, dass ihr für 50 Euro ein Wohnmobil ergattern könnt. Man kann auch mehrere Lose kaufen, das ist jedem selbst überlassen, das ist klar. Die Chancen könnt ihr euch dann selber ausrechnen bei 400 Leute. Der ist jetzt hier TÜV abgelaufen, hat deutsche Papiere. Wir können den hier über den TÜV bringen, dann kriegt er aber rumänische Papiere. Und wenn du den in Deutschland wieder ummeldest, dann kriegst du wieder deutsche Papiere. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Wir müssen dann auch vorher gucken, soll der hier über den TÜV gebracht werden? Weil dann könnte man rein theoretisch von Dortmund aus hier runterfliegen. Ich habe damals für den Flug 89 Euro bezahlt. Eine Stunde und 20 Minuten bis hier. Dann kannst du damit also quer durch Rumänien, Bulgarien fahren und Ungarn und über Österreich zurück. Das wäre so eine schöne Tour. Und oder man geht hin und packt den auf dem Hänger und bringt ihn nach Deutschland. Da ist wie gesagt nichts dran, der geht sofort über den TÜV ohne Anstand. Aber wir möchten den hier nicht weiter stehen haben. Erstens mal nimmt er uns Platz weg ohne Ende. Braucht nicht. Und ich möchte auch nicht, dass er hier irgendwann mal vergammeln sollte, weil er nicht genutzt wird. Und dafür ist er mir einfach zu schade. Ganz klar. Ich habe mit meinem Engelchen gesprochen und Engelchen hat gesagt, komm, vielleicht hat ja einer Interesse daran, kauft ihn auch sofort oder geht hin und wir machen die Verlosung. Und dann freut sich ein Mensch darüber, dass er für 50 Euro ein Wohnmobil gewonnen hat. Ich finde, es ist eine faire Angelegenheit. Ist kein Betrug hinter oder sonst was, weil, wie gesagt, alles über einen Anwalt laufen wird. Die Leute, die sich dann dafür melden, die kriegen einen Vertrag zugeschickt und der ist verbindlich, der Vertrag. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis wir 400 Leute zusammen haben, aber ihr könnt ja in eurem Freundeskreis das auch weiterleiten. Umso schneller haben wir 400 Leute zusammen. Und wenn jetzt der hier beim TÜV gebracht werden soll, dann ist klar, kostet ein bisschen Geld, das ist aber alles mit da drin. Wenn jetzt derjenige, der ihn ersteigert, sagt, nein, ich hole ihn ab, dann kommen wir dem natürlich von dem Geld, was quasi das Preisgeld durch die Verlosung, kommen wir dem natürlich entgegen. Und dann kann er da noch 2000 Euro mitnehmen und hingehen, Spritkosten mal rechnen, hingehen, Transportkosten und dann in Deutschland über den TÜV bringen. Da hat er sich dann 2000 Euro gespart und hat davon locker 1,5 in der Tasche. Ist eine super Sache, finde ich. Engelchen und ich, wir haben das so beschlossen, weil was sollen wir mit dem Wohnmobil? Das hat alles keinen Sinn, den hier stehen zu lassen. Da können viele, viele Menschen, auch junge Menschen, Spaß dran haben und vor allen Dingen auch Führerscheinneulinge, die bis 3 Tonnen fahren dürfen, die können ja mit dem fahren und schöne Urlaube machen, Nordsee, Ostsee, wo auch immer, Spanien, Italien, Griechenland. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir versteigern den oder wir verkaufen den. Wenn wir den verkaufen, möchten wir auf jeden Fall für das Wohnmobil, das Baujahr 95, 18.000 Euro haben. Auch fairer Preis. Guckt euch den an, der bei eBay jetzt drin ist, der will 18.500 haben, hat über 243.000, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Warte mal, ich guck mal eben. 18.500 will er haben, hat 243.000 gelaufen. Unser hat 150.000 gelaufen. Das heißt, der ist gerade mal vernünftig eingefahren für einen Diesel. Der hat einen Saugdiesel, ne? Und die in Italien und in Griechenland haben auch Motorboote diesen Saugdiesel drin. Den kriegst du nicht kaputt. Den kriegst du nicht kaputt. Da kannst du fahren, mal ein bisschen steinalt bist und der ist immer noch nicht kaputt. Das ist alles, wie gesagt, tiptop dran in Ordnung. Der hat auch eine Wegfahrsperre und so weiter. Wenn da Interesse dran besteht, dann können wir das machen. Wir können ihn auch so direkt verkaufen. Das ist eine Sache der Absprache. Und ich habe mir so gedacht, komm, ich setze das mal einfach hier rein. Habe mit Engelchen gesprochen. Und Engelchen hat gesagt, ja, ist vielleicht eine gute Idee.
Da freut sich dann einer oder eine oder ein Pärchen drüber, wie auch immer. Und wenn ihr jetzt mal guckt, wenn ihr Lotto spielt, da habt ihr 1 zu 140 Millionen. Und jetzt könnt ihr euch ausrechnen, bei 400 Leute a 50 Euro los, was ihr für eine Chance habt, das Wohnmobil zu gewinnen. So. Also, liebe Leute, ihr könnt uns auch gerne mal eine Rückmeldung geben, was ihr davon haltet. Wir sind für alles offen, aber wir möchten den gerne hier weghaben, weil sonst wird er hier echt wirklich regelrecht irgendwann in den nächsten, was weiß ich, Jahre unnötig vergammeln und vielleicht verrosten, kaputt gehen oder wie auch immer. Und das möchten wir nicht. Dafür ist er einfach zu schade. Ich bedanke mich. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.